Markus Peintner gibt sein Debüt als Headcoach des VSV. In Spiel 1 nach Greg Holst müssen die Villacher auswärts in Bozen ran. Peintner wollte einen VSV sehen, der aktives Eishockey spielt, den Gegner unter Druck setzt. Zu Beginn gelingt das nicht wirklich. Die Bozener schalten gut um. Tomassoni zu Mike Helmo. Der zieht ab, kommt dann nochmal an die Scheibe und dann bringt Chris de Sousa den Puck im Tor unter. 1:0 für den HCB. Die Villacher Defensive agiert da etwas orientierungslos. Am Ende hat de Sousa die Scheibe mundgerecht vor sich liegen und vollstreckt. Die Südtiroler machen weiter Druck, schaffen es immer wieder weit vorne in Zweikämpfe zu kommen und haben dann Pech. Michele Marchetti trifft bei diesem satten Abschluss nur die Querlatte. Ähnlich knapp wird es wenig später, rund die Hälfte des ersten Drittels ist vorüber. Wieder schalten die Bozener gut um. Matthias Sointo zu Angelo, Michelli, David Kickert steht dem Villacher 0:2 Rückstand im Weg. Und dann gibt es wieder eine Top-Chance für die Foxes. Luca Frigo zu Alex Petain. Und wieder klatscht der Puck an die Torumrandung. Es ist eine packende, vorrangig mit Bozener Chancen gespickte Anfangsphase. Dann muss Michele Marchetti auf die Strafbank, der VSV in Überzahl. Markus Schlacher zu Rob Flick. Und der mit dem Ausgleich für Villach. Der Schuss von Flick passt perfekt in die kurze Ecke, die Bozen-Goalie Turkula eigentlich schließen müsste, aber dem Finnen wird die Sicht von Stefan Bacher verstellt und so kann er nicht mehr reagieren. In der Folge hat Bozen dann eine Großchance, wieder in Führung zu gehen. Gartner mit dem Traumpass zu Michelli und dann kommt Sointo nicht mehr entscheidend zum Abschluss, weil Platzer da richtig stark noch interveniert. Zweites Drittel, zunächst die Möglichkeit für die Gastgeber, dann leiten die Villacher einen guten Konter ein. Bozen wird überrannt und dann vergeben die Villacher in Person von Verlic diese Riesenchance. Und im Gegenzug wird Bozen wiederum brandgefährlich. Helmo zu Michelli, aber auch der mit dem ungenügenden Abschluss. Wenig später laufen die Villacher dann erneut ins offene Messer. Angelidis zu Dominic Monardo und der verfehlt die Scheibe. Starker Pass von Angelidis durch die Beine von Glenn Monardo mit dem Luftloch. 29. Minute. Helmo mit dem Scheibenverlust. Ryan Glenn zu Micha Verlic und der macht nicht das Tor. Aus bester Abschlussposition schwer zu glauben, dass es nach wie vor nur 1:1 steht. Und einen haben die Villacher noch im zweiten Drittel. Da prägt zu Philipp Wohlfahrt Turkula. Kommt riskant, aber am Ende richtigerweise aus seinem Kasten heraus und verhindert Wohlfahrts Abschluss. Im Mittelabschnitt bekommen die Zuschauer einen offenen Schlagabtausch geboten. Es geht ins Schlussdrittel. Zunächst hat da der Villacher Valentin Leiler nach der Vorarbeit von Hickmott die Einschussmöglichkeit zur VSV-Führung, aber Tokolas Fanghand befindet sich zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Bis zum Ende der regulären Spielzeit fällt kein Tor mehr. Damit geht es in die Overtime. Bozen im Angriff. Gartner zu Mike Helmo. Der überlässt Chris de Sousa die Scheibe und der mit der Entscheidung 2:1 für Bozen. Chris de Sousa trifft zum zweiten Mal und sorgt dafür, dass Bozen den VSV in der Overtime mit 2:1 besiegt. In einem Spiel vieler vergebener Chancen auf beiden Seiten der HCB mit dem glücklicheren Ende. Ich bin sehr glücklich, denn natürlich wollen wir immer gewinnen. Auch wenn es ein knappes Spiel ist, gibt es zwischen Sieg und Niederlage einen Riesenunterschied. Wenn man gewinnt, fühlt man sich, als wäre man im Himmel und wenn man verliert, völlig anders. Das will ich gar nicht formulieren. Trotzdem war es heute nur ein Spiel. Die Spieler können gerne feiern gehen, wenn sie wollen, aber morgen in der Früh geht es wieder weiter. Wir nehmen die positiven Dinge mit, versuchen die schlechten zu vergessen und machen weiter unseren Weg. Wir haben einen Punkt geholt. Wir haben speziell im dritten Drittel nochmal sehr viel Druck erzeugen können. Die Mannschaft hat sehr viel Charakter gezeigt und das ist das Wichtige.
Stichwort eben dieser Punkt, erstes Spiel, erster Punkt. Wie viel ist Ihnen der wert? Sehr viel. Wenn man jede Auswärtspartie einen Punkt holt, dann ist man wirklich dabei und ist man in Zukunft auch erfolgreich. Von dem her, wir müssen die positiven Sachen rausnehmen und natürlich auch kritisch analysieren, was wir in den ersten zwei Dritteln nicht so gut gemacht haben.